heutige Wirtschaftskalender bringt potenzielle Marktmover. Heute ist Dienstag, der 27. Oktober. Mein Name ist Monika Gibson. Die genau beobachtete vorläufige Schätzung des UKBIP im dritten Quartal erscheint um 9.30 Uhr. Das Wirtschaftswachstum verschleunigte sich im zweiten Quartal. Angeregt wurde dieser Zuwachs von der Serviceindustrie. Die bedeutenden US-vorläufigen Güteraufträge für September folgen um 12.30 Uhr GMT. Die Bestellungsumfänge sanken mehr als im August, und zwar aufgrund des starken Greenbacks und aufgrund einer schwächeren globalen Nachfrage, die den US-Herstellern einige unerwartete Herausforderungen eingebracht haben. Den US-vorläufigen Dienstleistungs-PMI für Oktober werden wir um 13.45 Uhr erfahren. Der Index fiel um einen Punkt im September, bleibt aber immer noch im positiven Bereich. Um 2 wird der genau beobachtete US-Konsumerkonfidenzindex für Oktober veröffentlicht. Der Index stieg im September, weil eine verbesserte Beurteilung der aktuellen Bedingungen einen Rückgang zukünftiger Erwartungen wieder umkehrte. Die japanischen Einzelhandelsumsätze für September folgen um 11.50 Uhr. Die Augustdaten haben sich als unerwartet schwach erwiesen, weil der jährliche Zuwachs unter den Wert von 1,8% im Vormonat sank. Und nachts um 12:30 erscheint der australische CPI aus dem dritten Quartal. Dieser wird von großer Bedeutung für alle Aussie-Dollar-Händler sein. Die jährliche Inflationsrate stieg im zweiten Quartal. Angeregt wurde diese Ziffer durch höhere Benzinpreise. Das war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Schalten Sie morgen wieder ein. Bis dahin alles Gute und bis bald. Bye for now.